Ja, man hört in den Medien ganz oft über schlechte Rahmenbedingungen in der Pflege, über schlechte Bezahlung in der Pflege. Man hört auch ganz viel über den Personalnotstand in der Pflege. Es ist aber nicht nur das eine, sondern es ist auch, dass vor allen Dingen Männer in der Pflege fehlen. Und wir wollen hier vom St. Josef Krankenhaus, aber auch die Schule gerne dafür sensibilisieren, mehr Männer in die Pflege zu holen. Und deshalb engagieren wir uns auch am Boys Day. Die Jungs lernen heute etwas über die Ausbildung kennen, etwas über den Beruf. Sie haben kleine praktische Übungen durchzuführen und lernen auch die einzelnen Stationen mit Vertretern von den männlichen Pflegekräften auf Station direkt kennen. Man kommt eigentlich nicht so auf die Idee in so soziale Berufe. Es sollte ja eigentlich den Sinn haben, mal in andere Berufe reinzuschnuppern, in die man jetzt eigentlich nicht so reinkommen würde, reingehen würde als Traumjob. Und man merkt aber, dass es eigentlich wirklich auch interessant ist. Vor allem in der Pflege ist es echt wichtig, dass andere darüber Bescheid wissen, einfach weil die Pflege einen großen Notstand hat. Man braucht eigentlich in allen möglichen, also in jedem Bereich werden eigentlich noch Leute gesucht. Und ja, der wird halt oft immer noch nicht so richtig dargestellt, wie er eigentlich ist, wie facettenreich. Also es gibt noch viele, die so ein altes Bild von der Pflege haben, was einfach nur heißt Körperpflege und das war's. Aber man hat echt viel, der Beruf hat echt viel mehr zu bieten. Die Arbeit mit den Menschen macht super viel Spaß im Pflegeberuf. Also das ist für mich auch, was ich auf jeden Fall später immer machen will. Es sollte nie irgendwas sein, wo ich nicht viel mit Menschen rede. Das brauche ich auch einfach, sonst stumpfe ich da, glaube ich, so ein bisschen ab im Leben. Und ja, auch die Vielseitigkeit. Also man hat super viele Sachen zu tun. Also teilweise, man führt viele Gespräche, was auf jeden nachdem, wo man ist, auch natürlich Unterschiede macht. Aber ja, das Reden mit den Menschen ist schon sehr wichtig. Ich denke, dass sie erstmal so einen kleinen Einblick bekommen in den Pflegeberuf an sich. So ein bisschen Interesse wecken, auch ein bisschen Neugier vielleicht, die sie vielleicht entdecken oder vielleicht noch entdecken werden später, wenn sie nochmal drüber nachdenken. Und dadurch, dass später nochmal praktische Übungen dazu kommen, denke ich, ist es ganz gut, dass sie auch mal gucken, was man noch so in der Praxis macht. Also jetzt nicht nur theoretisch was hören, sondern auch gucken, was man für kleine Übungen machen kann. Ja, ich wollte einfach mal gucken, was man als Krankenpfleger so macht. Und ich wusste da bisher noch relativ wenig davon. Ja, ich denke, jetzt weiß ich mehr. Wir haben Pulsmessungen, Atemtrainer und so ein bisschen der anatomische Körper steht im Vordergrund. Bei der Station mit der Pulsmessung ging es erstmal darum, zu definieren, was ist ein Puls. Dann auch zu zeigen, wie man einen Puls misst, warum man einen Puls misst, warum Vitalzeichen wichtig sind und welche Parameter da eben einem Normwert entsprechen und welche eben nicht. Bei der Atemübung ist es so, dass es einen Atemtrainer gibt und der sozusagen ermittelt, wie stark man ausatmen kann und welche Lungenfähigkeiten man hat. Man muss testen, wenn zum Beispiel jemand älter ist oder krank, dann kann er nicht die ganzen Bälle, also der hat nicht so eine starke Lunge, dass er das einatmen kann. Und ja, da sollten wir mal testen, wie stark unsere Lunge eigentlich ist. Es funktionierte mit der Händedesinfektion so, dass man erstmal ein bisschen davon auf die Hand geben musste. Und ich fand es sehr interessant, dass man so viele Sachen machen muss, um sich richtig die Hände zu putzen. So zwischen den Fingern und die Fingerkuppen. Und ja, dann mussten wir die Hand auf ein Blaulichtgerät halten. Und ja, da sah man dann, ob man gut das geputzt hat oder nicht. Es war halt mal ganz cool, weil in der Schule machen wir es nur theoretisch und hier war es auch mal praktisch. Der Boys Day ist eine gute Möglichkeit, um sich mit dem Thema Beruf zu beschäftigen. Ja, weil man dann halt einfach auch mal andere Möglichkeiten kennenlernt für einen Beruf. Weil manchmal hat man sich ja auf einen Beruf festgelegt und dann merkt man gar nicht, was auf den Nebenstrecken des Lebens noch für andere Möglichkeiten sind. Es wäre schön, wenn sich der ein oder andere Junge später für eine Ausbildung im Pflegebereich entscheiden würde. Vor allen Dingen auch die Vielseitigkeit des Berufes erkennt, die Vielseitigkeit der Ausbildung, die Möglichkeiten, die auch nach der Ausbildung sich noch ergeben und die Arbeit auch ein wenig auf Station kennenlernt.